Frau Lenner, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Frau Lenner, Sie wissen, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Gerd Lenner, 37 Jahre alt. Sie wohnen in Omtal bei Hamburg. Mhm. Sie sind ledig, Lehrerin für Deutsch und Geschichte und nicht verwandt oder verschwägert mit den beiden Angeklagten. Sie unterrichten richtig. Aber beide in Deutsch. Ja, richtig. Ich habe den Deutschgrundkurs. Sie haben bei der Polizei ausgesagt, dass Sie am 1. Juli 2008, also 4 Tage vor der Tat, die wir heute hier verhandeln, Ihre Schüler Miriam Lindenbach im Krankenzimmer betreut haben, weil die Krankenschwester, die sonst scheinbar da ist, gerade an dem Tag frei hatte. Ja, richtig. Unsere internatseigene Krankenschwester hatte eine Fortbildung und ich hatte eine Freistunde. Als plötzlich Frau Kugler, das ist die Mathelehrerin der beiden, ins Lehrerzimmer kam mit Miriam und Miriam meinte, sie hätte angeblich starke Bauchkrämpfe und Kreislaufprobleme und wollte sich unbedingt ins Krankenzimmer legen. Was heißt denn hier angeblich? Ich hatte wirklich starke Schmerzen und das habe ich immer, wenn ich meine Tage habe. Da bin ich mir leider nicht mehr so sicher, Miriam. Wie war das dann? Sind Sie dann mit der Miriam in dieses Krankenzimmer gegangen? Ja, das bin ich. Ich habe ihr dann noch eine Schmerztablette gegeben und auf sie aufgepasst und dabei Schulaufgaben korrigiert. Ja, und jetzt haben Sie bei der Polizei allerdings ausgesagt, dass Sie das Zimmer für kurze Zeit verlassen haben. Ja, das habe ich. Und ich mache mir im Nachhinein solche großen Vorwürfe. Aber ich habe Miriam vertraut. Und damit rechnet man ja auch nicht, dass man so von einem Schüler berechnet angeschwindelt wird. Mhm. Wieso sind Sie denn überhaupt raus aus dem Zimmer? Miriam meinte, dass bei Kreislaufproblemen für sie am besten wäre, wenn sie eine Cola trinken würde. Und deshalb bin ich rausgegangen, um eine Cola zu holen. Mhm. Das heißt, sie hat sie im Grunde rausgeschickt. Ja. Und das war der Vorwand, damit sie dann allein sein konnten, ne? Und in Ruhe am Medikamentenschrank sie bedienen konnten, oder? Wie war das zu verstehen? Ich habe keine Medikamente geklaut, wirklich nicht. Du musst es aber gewesen sein, Miriam. An dem Tag war sonst kein anderer Schüler im Krankenzimmer. Und das Zimmer war auch abgesperrt. Wie haben Sie denn überhaupt feststellen können, dass dieses Medikament genau an dem Tag entwendet wurde? Die Krankenschwester hat das bemerkt. Sie hatte zufällig am Abend zuvor den Medikamentenbestand überprüft. Und wir schreiben genau auf, wem wann was gegeben wird. Ist dieser Medikamentenshop normalerweise versperrt? Ja, das war auch an dem Tag. Aber ich habe den Schrank aufgesperrt, um Miriam die Schmerztablette zu geben. Und habe dann wieder zugesperrt, den Schlüssel in meine Tasche geworfen. Den Schlüssel habe ich leider zum Cola-Holen nicht mitgenommen. Ja. Ich könnte mich ohrfeigen deswegen. Ich denke, dass ich da nicht große Vorwürfe machen müssen deshalb, oder? Sowas denkt man ja wirklich nicht. Das sagen meine Kollegen auch alle, aber ich mache mir trotzdem riesige Vorwürfe. Wissen Sie, wonach das für mich klingt, Frau Lindenbach? Danach, dass Sie an diesem besagten Tag, an dem die Krankenschwester nicht da war, extra in Anführungsstrichen krank geworden sind. Warum? Weil Sie gehofft haben, auf diese Weise gute Chancen zu haben, auch mal alleine in dem Krankenzimmer sein zu können. Um sich dann bedienen zu können, am Medikamentenschrank. Ich habe keine Medikamente geklaut, wirklich nicht. Aber dieses Fläschchen Diazepam, das bei Ihnen gefunden wurde, das ist genau dasselbe Medikament, was aus dem Medikamentenschrank entwendet worden war. Und an dem Fläschchen sind ja auch Ihre Fingerabdrücke dran. Ach, das ist ja interessant. Bist du doch nicht so das Unschuldslamm, das du hier die ganze Zeit vorspielst? Lindenbach, vielleicht sollten Sie sich einen Ruck geben. Einfach mal sagen, dass es stimmt. Dass Sie tatsächlich sich bedient haben, Medikamente daraus gestohlen haben. Na, die Beweislage ist ja ganz, ganz erdrückend für Sie. Vielleicht merken Sie es nicht. Sie haben es vorhin so schön gesagt zu der Mitangeklagten. Ich habe mir es aufgeschrieben. Gib's halt zu, dann können wir alle nach Hause gehen. Ich kann nur sagen, dito. Gut, ich gebe zu, ich habe das Schlafmittel geklaut. Also, aber nicht aus dem Grund, den Sie vielleicht denken. Aus welchem Grund denn dann? Ich habe es für mich geklaut. Na, wieso und das? Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, stecken meine Eltern nun mal gerade in der Scheidung. Und das ist natürlich nicht besonders schön für mich. Und aus dem Grund schlafe ich nachts sehr schlecht und ich wollte endlich mal wieder durchschlafen und deswegen habe ich das Schlafmittel geklaut. Miriam, warum hast du denn nichts gesagt? Du hättest doch mit dem Vertrauenslehrer sprechen können. Ich wollte nicht, dass da so ein großes Ding draus gemacht wird und ich womöglich noch zum Schulpsychologen oder so. Warum haben Sie die Flasche dann in Ihrem Bettkasten versteckt? Naja, weil es mir halt peinlich war. Ich wollte halt, dass keiner das mitbekommt. Kann jemand hier mal diese hängende Platte abstellen? Diese Mitleidskugel kann ich echt nicht mehr hören. Was für ein Scheiß du hier erzählst. Marcella, jetzt reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen hier. Ja? Ja, ist doch echt wahr. Lena, ich sag hier nur die Wahrheit. Das ist dein Problem, wenn du sie nicht einsehen kannst. Aber es ist noch was seltsam, Frau Lindenbach. Wie erklären Sie sich denn, dass genau dieses Mittel auch im Blut des Finn Gärtner gefunden wurde? Entweder hat Lena mir das Zeug geklaut und es dann wieder zurückgelegt. Oder sieht es woanders her und das ist alles nur ein Zufall. Also Frau Lindenbach, Zufälle ohne Ende, nicht?
Ich glaube mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe ja vorhin Herrn Bunte die ganze Zeit im Verdacht gehabt. Mittlerweile glaube ich gar nicht mehr, dass der das war, sondern bei den ganzen Zufällen, von denen Sie hier irgendwie ablenken wollen, glaube ich, dass Sie das waren. Ich glaube mittlerweile, Sie können gar nicht mehr ertragen, dass Lena wieder mit Finn Gärtner zusammen ist. Vielleicht haben Sie ihm ja das Medikament untergemischt und haben seine Hände einzementiert, weil er nämlich von Ihnen gar nichts mehr wissen möchte. Er hat gar kein Interesse mehr. Also Herr Guter, ich bitte Sie. Die meisten Frauen würden sich doch nicht wieder mit jemandem einlassen, der sie so übel hintergangen hat wie Finn Gärtner, hier die beiden. Naja, lassen wir das vielleicht mal. Noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Frau Lenner, unvereidigt dürfen bitte hinten Platz nehmen. Da hören wir doch mal Ihre Ex-Freundin an, ja, mit der Sie ja ganz offensichtlich 3 Jahre eine Beziehung hatten. Kerstin Steinbauer, bitte. Ja, Frau Steinbauer, nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Kerstin Steinbauer, 17 Jahre alt. Sie wohnen auch auf Schloss Obenthal bei Hamburg. Sie sind ledig, Schüler in der 11. Klasse Gymnasium auf dem Internat, nicht verwandt oder verschwägert mit den beiden Angeklagten. Sie haben bei der Polizei schon was ausgesagt, und zwar, dass Sie an dem Abend auf der Mädchentoilette in Ihrem Internat was sehr Interessantes beobachtet haben. Ja, das habe ich allerdings. Ja, da bin ich ja mal gespannt, womit du jetzt hier noch rüberkommst. Ja, ich saß auf der Toilette und dann sind die zwei plötzlich reingeplatzt und haben sich die Hände gewaschen und haben dann die ganze Zeit gejammert, dass dieses Dreckszeug nicht abgeht. Ist ja wohl klar, was die gemeint haben, den Zement. Haben die beiden denn mitbekommen, dass sie da in der Kabine der Toilette waren? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe nicht gewartet, bis ich rausgegangen bin, weil ich hatte echt wegen Finn, dem ganzen Scheiß, keinen Bock auf die. Und es sind ja quasi meine Nachfolgerin bei meinem Ex. Und außerdem haben die ganze Zeit so dumm rumgelacht wieder. Und sind Sie sich sicher, dass die beiden gemeinsam reingekommen sind? Ja, absolut. Dass die eine vielleicht schon auf der Toilette war, in irgendeinem Kabinchen, und die andere später dazu kam und die beiden sich dann zufällig getroffen haben, das können Sie ausschließen. Bevor ich auf Toilette gehe, gucke ich immer erstmal in alle Kabinen und suche mir dann die sauberste aus, weil... Das kann ich bestätigen. Ich bin da ein bisschen... Das ist echt schrecklich. Ja, gut. Totales Tamtam bei der. Wenn es so war, passt es nicht mit der Version der Angeklagten zusammen. Sie behaupten ja rein zufällig, sich auf dem Klo getroffen zu haben, ne? Ja, das war ja auch so. Aha. Kerstin muss irgendeine Kabine übersehen haben. Denn ich war auf dem Klo. Und als ich aus meiner Kabine rauskam, kam Lena mir auch schon entgegen. Ja, denn ich habe an meinem Rock ein Kaugummi entdeckt. Und das war dieses Dreckszeug, was ich abgemacht habe. Und ich habe ihr dabei geholfen. Aber es ging nun mal nicht wirklich ab, das Zeug. So, ein Kaugummi hat Emmy am Rock geklebt. Frau Zahle, wieso haben Sie das nicht bei der Polizei schon gesagt? Ja, ich konnte doch nicht wissen, dass Kerstin hier so eine Mordsgeschichte daraus macht. Hier, ich mache keine Geschichte daraus. Ich sag nur, wie es war. Und außerdem, ich bin mir absolut sicher, dass niemand vorher auf der Toilette war, als ich gekommen bin. Du erzählst einfach nur einen Scheiß. Ja. Tue ich nicht. Warum soll die Zeugin lügen, frage ich mich. Dass Sie lügen müssen, ist ganz klar. Aber wenn Sie Wahrheit sagen würden, wüssten wir, dass Sie die Täterinnen sind. Na, daran liegt. Stattdessen tischen uns hier diese hanebüchenen, schlecht abgesprochenen Geschichten auf. Glauben Sie wirklich, Sie können irgendeinen Blumentopf damit hier gewinnen? Glauben Sie das, ja? Nee, meine Geschichten sind nicht irgendwelche Hanebüchen, sondern die von Kerstin. Aha. Und wieso? Ja, wieso wollte ich dir hier was Falsches erzählen? Ja, weil sie doch eifersüchtig war auf uns beiden. Das bin ich ganz sicher nicht. Wegen Finn Gärtner, meinen Sie, ja? Ja, genau. Ja, so wird's nämlich sein. Oh, Einigkeit bei den beiden, eben noch Feindinnen. Vielleicht werden sie auch richtig schöne Freundinnen, sie beide. Wissen Sie, ja, ne, ganz lustig. Ich bin noch sehr gespannt, ob diese gerade frisch angehende Freundschaft auch noch hält, wenn gleich dieser Alibi-Zeuge vorbeikommt. Ob sie dann noch so einig sind, das will ich gerne beobachten. Jetzt mal an, wenn keine Fragen mehr sind an die Kerstin Steinbauer, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Tobias Göbel, bitte. Herr Göbel, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Belehr Sie vorsorglich, 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich doch eine wahrheitsgemäße Antwort selbst belasten können. Ja? Sie heißen Tobias Göbel, 18 Jahre alt. Sie wohnen auch auf Schloss Obenthal, dieses Internat bei Hamburg. Sie sind ledig, Schüler in der 12. Klasse Gymnasium auf dem Internat, nicht verwandt oder verschwägert mit den beiden Angeklagten. Sie teilen sich ja mit Finn Gärtner auf dem Internat ein Zimmer, richtig? Ja. Und bei der Polizei haben Sie ausgesagt, dass Sie an dem Tatabend eine Beobachtung gemacht haben, als Sie mal während dieser Party auf Ihr Zimmer sind, ja? Das war kurz nachdem Lena und Finn weg waren. Da wollte ich hochkippen holen. Mhm. Wissen Sie noch, wann das war? Halbe Stunde, nachdem die weg waren. Schon komisch, ne? Sie bekommen mit, dass Ihr Zimmergenosse Richtung Haupthaus geht, also auf sein Zimmer mit seiner Freundin, und Sie laufen da hinterher wie so ein Dackel. Glauben Sie nicht, dass man Sie gerade in dem Moment nicht dabei haben wollte? Dann hätte er mir ein Zeichen gegeben. Was denn für ein Zeichen? Finn und ich haben ein Zeichen ausgemacht, wenn wir mal allein auf unserem Zimmer sein wollen. Ja, sorry, habe ich vergessen. Es musste schnell gehen. Und das Zeichen haben Sie ja eben an dem Abend nicht gesehen, deswegen sind Sie auf Ihr Zimmer. Und was haben Sie da gesehen? Nicht viel. Der Finn hat eingekuschelt im Bett gelegen, die Hände unter der Decke raus.
Und da waren keine Basketbälle dran, das ist mir ins Auge gestochen. Ey, halt die Schnauze, das war echt nicht witzig, das hat wehgetan. Ey, sorry, aber am Samstag auf der Bühne hast du echt zu geil ausgesehen, als du halbnackt ankamst und meintest, du kannst mit den Betonhänden nicht Gitarre spielen. Genau, sehr witzig, Riesenbrüller. So, die Herren, jetzt mal ein bisschen Ruhe hier, keine Brüller mehr zwischendurch. Also wir halten mal ganz kurz fest, als sie in das Zimmer kamen, da waren die Hände zumindest noch nicht einzementiert. Ja, ist das richtig? Wie auch? Ich bin mit Lena und Miriam danach spazieren gegangen. Das können die gar nicht gewesen sein. Direkt danach. Wie kam es denn dazu überhaupt, dass sie zusammen spazieren gegangen sind? Ja, ich bin aus dem Zimmer raus, hab halt Kippen geholt. Und da sind die beiden mir auf dem Gang begegnet. Da haben die mich angesprochen und ich kann bei Mädels immer so schlecht Nein sagen. Und dann haben die mich zu meinem Spazierengehen überredet. Dann mussten wir über einen Finn sprechen. Boah, so ein Scheiß. Und da waren beide Angeklagten dabei? Da waren beide. Beide, ganz sicher. Ja. Das passt jetzt so gar nicht zu Ihrer Aussage, Frau Lindenbach. Er lügt ja auch. Wie ich lüge. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Nachdem ich auf der Toilette war, bin ich sofort wieder auf mein Zimmer gegangen und erst später auf die Party zurückgekehrt. Ich lüge? Was geht mit dir ab? Jetzt sag halt die Wahrheit. Du weißt doch, dass Lena das gemacht jetzt hat. Jetzt sind sie mal verrückt. Sie fangen hier nicht an, den Zeugen zu beeinflussen. Ich lasse mich hier nicht beeinflussen. Ich bin mit den beiden spazieren gegangen. 2 Stunden bestimmt. Tobi, ich fass es nicht, dass du hier weiter für Lena lügst. Und mir reicht langsam mit diesem Hü und Hot. Der eine sagt A, der nächste sagt B, der dritte sagt dann C. Jetzt hören Sie mir mal ganz kurz zu, Herr Zeuge, ja? Sie stehen unter Wahrheitspflicht, Sie sind belehrt worden. Sie wissen ganz genau, dass Sie hier Ihr Hirn anstrengen müssen und uns alles sagen müssen, was wir an diesem Abend wissen. Und ich möchte jetzt von Ihnen wissen, was an diesem Abend war. Und Sie sagen es mir jetzt. Und eine Falschaussage ist strafbar, das habe ich nicht gesagt. Ich sag nichts Falsches. Natürlich tust du das. Meine Güte. Ich weiß doch, warum du die ganze Zeit hier rumlügst. Du hoffst immer noch, dass sie ihr Versprechen wahr macht, weil du in sie verknallt bist. Was denn für ein Versprechen? Herr Richter, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass Lena ihm versprochen hat, dass sie mit ihm schläft, wenn er hier für sie lügt. Aber weißt du was? Sie wird dich morgen nicht mal mehr mit dem Arsch anschauen. Nichts da. Du spinnst ja wohl. Frag ich sie doch einfach mal. Stimmt es? Gab es so ein Angebot von Lena Zerle? Oh, jetzt spuck's doch endlich aus. Gib's doch zu. Sag mal, was soll denn das hier? Du warst es doch genauso. Wie bitte? Was machst du denn da überhaupt so fertig? Das ist ja jetzt interessant. Was war denn die Miriam genauso? Naja, ach nix. Also Sie haben gerade gesagt, sie war es genauso. Sie stehen in der Wahrheitspflicht. Sollen wir jetzt mal bitte sagen, was war sie genauso? Was meinen Sie damit? Sie haben es doch eben so gesagt. Genau, auch daran beteiligt. Ich? Nee, das waren die beiden Mädels ganz alleine. Der Finn hat die verarscht. Die wollte sich an ihm rächen. Das ist überhaupt nicht wahr. Herr Göbel, jetzt erzählen Sie uns bitte mal, was Sie hier wissen. Sonst sind Sie wirklich noch dran hier wegen einer Strafvereitelung und wegen einer Falschaussage. Und das gibt richtig Ärger. Ey, sorry, aber es wird mir echt zu krass, ja? Ja, also ich bin von der Party auf mein Zimmer und da sind mir die beiden Mädels schon entgegen und haben gesagt, ich darf nicht auf mein Zimmer drauf. Und dann? Was haben Sie dann gemacht? Ja, ich bin trotzdem rein. Also ich lasse mich doch nicht von denen verbieten, auf mein Zimmer zu gehen. Da habe ich den Finn im Bett liegen sehen mit den 2 Basketbällen an den Händen. Ja, und dann sind die beiden Mädels Hände waschen und haben mich bei einer Kippe dazu überredet, für die zu lügen. Und was sollten sie im Gegenzug dafür bekommen? Ja, wie vorhin schon gesagt, die Lena hat angeboten, mit mir zu schlafen. Aber du bist mir ein Freund, sag mal. Sag mal, bist du bescheuert? Zuerst deckst du die, dass die mir meine Hände einbetonieren. Und dann poppst du noch mit meiner Ex oder willst es zumindest. Ey, sorry, dass ich die gedeckt habe. Ey, sorry. Ist vielleicht nicht so doll, aber als Ex kannst du ja wirklich nicht bezeichnen, ja? Dann könnte ich ja mit keiner aus der Schule mehr rummachen. Bleib mal locker. Dafür habe ich was gut bei dir, aber richtig. Na, Herr Göbel, eine Frage habe ich noch. Hatten die beiden Angeklagten Zement an den Händen, als sie da ins Zimmer reingekommen sind? Ja, beide. Bevor sie im Waschraum verschwunden sind dann? Beide haben sie beide gesagt. Frau Lindenbach, Frau Zerle, wollen Sie dazu vielleicht jetzt noch mal was klarstellen? Ich weiß nicht. Noch Fragen an den Zeugen? Gut, nein, dann bleiben Sie im Vereidigen. Nehmen bitte mal dahin. Platz haben Sie gerade noch die Kurve gekratzt. Ja. Okay. Frau Bachmann, dann hören wir uns jetzt noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe an. Aus meinen Gesprächen mit beiden Angeklagten und den Personen aus ihrem sozialen Umfeld wurde ganz schnell klar, dass Lena Zerle ganz offenbar noch sehr unsicher ist und immer wieder die Bestätigung von ihren Mitschülern sucht. Es resultiert ganz bestimmt aus ihrer sehr schwierigen familiären Situation. Ihre Mutter hat ein 2. Mal geheiratet. Ich denke, Lena fühlt sich auf das Internat abgeschoben. In den Gesprächen wurde außerdem deutlich, dass Miriam Lindenbach einfach ein mangelndes Selbstvertrauen hat. Die Scheidung ihrer Eltern hat ihr doch sehr zugesetzt und ihr fehlt so der familiäre Rückhalt. Ich bin der Meinung, dass sie gerade zur Tatzeit von ihrer geistigen und sittlichen Reife einfach noch auf dem Stand eines Jugendlichen waren. Ja.
Und deswegen würde ich auf jeden Fall Jugendstrafrecht anwenden. Gut, danke schön. Hierzu irgendwelche Fragen? Keine. Dann danke schön, Frau Bachmann. Ich habe noch von beiden Auszug aus Erziehungsregister und Bundeszentralregister. Bei beiden keine Eintragungen. Noch irgendwelche Anträge oder Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Aus Gericht, Frau Verteidigerin, Herr Verteidiger, das berühmte Spiel mit der Liebe und wir müssen es dann hier ausbaden. Die Angeklagten haben die Tat begangen aus verschmähter Liebe und wegen der erhofften Liebe hat dann uns hier der Zeuge Göbel mit der Unwahrheit bedient und die Wahrheitsfindung ganz entscheidend erschwert. Das Motiv verstehe ich, das die beiden Angeklagten hatten. Was ich nicht verstehe, ist, wie man ein derart kriminelles Verhalten an den Tag legen konnte. Und man muss sagen, erschwerend kommt noch bei der Angeklagten Lindenbach hinzu, dass sie heute hier ganz besonders feige war. Wissen Sie, Frau Lindenbach, nichts zu sagen oder abzustreiten, das ist eine Sache. Aber für eine Sache, die man selbst verbockt hat, zumindest mitverbockt hat, dann nur andere verantwortlich zu machen, das ist gelinde gesagt armselig. Aber darüber haben wir hier nicht zu befinden. Was wir haben, ist eine sicherlich unreife, jugendtypische Tat, die aber dennoch ganz besonders dreist war, ganz besonders gefährlich war. Und mit irgendeiner Auflage kommen wir nicht weiter, weil die Uneinsicht ist bei Ihnen ja ganz, ganz groß geschrieben. Sie erkennen nicht oder wollen nicht erkennen, dass die Tat klar in der Beweisaufnahme aufgeklärt wurde. Und bis zuletzt sagen Sie, wir wollen uns mit der Tat nicht auseinandersetzen. Kein Geständnis. Bis zuletzt, ich denke, ein ordentlicher Schuss von Bug muss hierher. Ich denke da an einen Freizeitarrest. Und für die beiden jungen Damen hier, Freizeitarrest klingt so freizeitlich, so lustig und fröhlich. Damit meine ich einen Wochenendarrest, was ich hiermit beantrage. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Herr Kollege. Eifersucht ist eine Sucht, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Was hier heute in der Beweisaufnahme klar geworden ist, ist, dass diese Tat von Eifersucht motiviert war, die sich gegen den Frauenhelden Finn Gärtner gerichtet hat. Was aber nicht klar geworden ist in der Beweisaufnahme, ist, wie meine Mandantin daran beteiligt sein soll. Der Belastungszeuge verstrickt sich in Widersprüchen, belastet, entlastet, weiß eigentlich gar nicht, was er sagt. Das Einzige, was sich hier gegeben hat und was meine Mandantin zugestanden hat, ist, dass sie dieses Medikament entwendet hat aus der Apotheke des Krankenzimmers der Schule. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Fall zu tun, sondern mit ihrer privaten Situation, der Scheidung der Eltern. Diese Tat ist allerdings so marginal, dass das Verfahren dahingehend einzustellen ist. Dankeschön, Frau Verteidigerin. Herr Rechtsanwalt Guthold, bitte. Ja, vielen Dank, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Frau Kollegin. Sie haben über den Belastungszeugen eben schon ein wenig gesprochen. Ich möchte über die anderen beiden Zeugen, die ja im Grunde auch unsere Mandanten belasten, auch noch mal etwas sagen. Frau Steinbauer zum Beispiel, ich meine, sagt selbst, das sind ja beide, meines meine Nachfolgerinnen. Sie wollte den beiden mal schön einen von Bug geben mit ihrer Geschichte aus den Umkleidekabinen bzw. aus der Toilette, auf Deutsch gesagt. Oder nehmen wir doch mal den Herrn Bunte. Herr Bunte hat jetzt endlich den Wettbewerb gewonnen und steht vor der ganzen Schule da als der Mann, der erste Mann am Bass sozusagen, nicht? Herr Bunte, auch nicht schlecht. Gibt es viele Versionen und bei vielen Versionen bleiben doch viele Zweifel. Sie haben eben zwar nicht zu meiner Mandantin, aber zu den Angeklagten gesagt, das wäre alles aufgeklärt hier in der Beweisaufnahme. Meines Erachtens nicht. Es gibt noch sehr viele Zweifel. Und wenn sehr viele Zweifel da sind, dann können wir nicht verurteilen. Und erst recht nicht, Herr Staatsanwalt, nochmal zur Verhältnismäßigkeit, können wir bei nicht vorbelasteten Jugendlichen einen Freizeitarrest beantragen bzw. dazu verurteilen. Ich beantrage einen Freispruch. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Ja, Sie können sich beide auch noch äußern. Sie haben das letzte Wort. Was ich weiß nicht. Zunächst? Ich auch nicht. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagten Lena Zerle und Miriam Lindenbach sind schuldig, jeweils gemeinschaftlich begangen, des Sich-Verschaffens und Verabreichens von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit Diebstahl, Paragraphen 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 1 und 3, 242 Absatz 1, 25, 2, 52 Strafgesetzbuch, 29 Absatz 1 Nummer 1 und 6b Betäubungsmittelgesetz Anlage 3 zum Betäubungsmittelgesetz 1 und 105 JGG. Sie werden deshalb jeweils zu einem Freizeitarrest verurteilt. Der Angeklagten Zerle wird auferlegt, an 20 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Und der Angeklagten Lindenbach wird auferlegt, an 30 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Es bestehen überhaupt keine Zweifel, dass Sie beide das gemeinsam waren. Den Diebstahl des Schlafmittels, den haben Sie ja eingestanden. Das passt ja auch zum Rest. Sie sind zwei Tage vorher vom Niklas Bunte gesehen worden, wie Sie mit zwei Basketbällen aus dem Geräteraum gekommen sind. Der Niklas Bunte hat außerdem gesagt, sie seien in den Tagen vor der Tat auffallend viel zusammen gewesen, obwohl sie vorher ja gar nicht viel miteinander am Hut hatten. Und er hat gesagt, dass sie nur ein paar Minuten nach ihr am Tatabend auch die Feier verlassen haben. Ja? Und die Frau Steinbauer, die Kerstin, die hat sie beide an dem Abend gemeinsam auf der Toilette des Internats gesehen, als sie gesagt haben, dieses Dreckszeug geht nicht ab. So, und am Ende hat der Tobias Göbel noch gesagt,
dass Sie ihm versprochen haben, mit ihm ins Bett zu gehen, wenn er Ihnen ein falsches Alibi gibt. Das ist, dieses Alibi passt sowieso nicht mehr zu dem, was Sie eingestanden und was Sie gesagt haben. Ja? Und er hat uns gesagt, dass er nicht in sein Zimmer konnte, dass Sie gesagt haben, er muss draußen bleiben, er ist trotzdem rein. Und da hat er den Finn gesehen mit zwei Basketbällen an den Händen. Ja? Und Sie hatten Zement an den Händen. Ich sage Ihnen was, da müssten schon ganz schön viele gelogen haben, wenn Sie nicht die Täterinnen wären. So, damit haben Sie sich gemeinschaftlich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, nachdem das Ganze im gemeinschaftlichen Tatplan entsprungen ist, auch bezüglich des Betäubungsmittels, auch bezüglich des Diebstahls, gemeinschaftliche Verurteilung. Und jetzt sind Sie beide 18 Jahre. Und da muss man sich überlegen, ob nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht hier zu ahnden ist. Sie haben gesagt, die beiden sind unsicher und belastet von der familiären Situation. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe die beiden hier eher so erlebt, dass sie ganz gerissen und ausgekocht sind. Aber es geht hier um eine jugendtypische Situation, unerwachsenes Handeln und deswegen gerade noch habe ich Ihr Jugendrecht zur Anwendung kommen lassen. Jetzt haben Sie was Wesentliches gesagt, Herr Staatsanwalt, dass das Verhalten der Angeklagten Lindbach armselig gewesen sei, weil sie nämlich einerseits leugnet, aber auch noch alles auf der Mittäterin ablädt. Das sehe ich genauso. Und Sie haben gesagt, darüber haben wir nicht zu befinden. Und das sehe ich nun wieder anders. Das haben wir hier sehr wohl bei der Ahndung zu berücksichtigen. Und deswegen habe ich Ihnen auch mehr Arbeitsauflage auferlegt als Ihre Mitangeklagten, die einfach nur geleugnet hat. Ja? Eigentlich käme ja jetzt noch was dazu, und zwar ein neues Strafverfahren wegen versuchter Anstiftung zur Falschaussage, wegen Anstiftung zur Strafvereitelung bezüglich des Tobias Göbel. Ich habe hier die Ahndung extra so hoch angesetzt, Herr Staatsanwalt, dass ich meine, Sie können das andere dann einstellen. Ja? Ist allerdings Ihre Entscheidung. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Bei einbetonierten Gliedmaßen, da denkt man ja eher an einen Mafiafilm als an ein altehrwürdiges Internat. Ich schätze mal, im Internat kriegen Sie auch noch richtig Ärger. Das einzig Positive an der ganzen Geschichte, Sie haben gezeigt, dass Sie sogar handwerklich ein bisschen begabt sind. Und vielleicht können Sie das bei den Arbeitsstunden auch wieder unter Beweis stellen, zum Beispiel bei dem Ausbau des Ostflügels des Internats. Da ist die Hauptverhandlung geschlossen. Das Ermittlungsverfahren gegen beide Angeklagte wegen Anstiftung zur Strafvereitelung und versuchter Anstiftung zur uneidlichen Falschaussage wurde in Anbetracht der heutigen Verurteilung eingestellt.